Darf ich mit Burkini ins Schwimmbad? Ich liebe Sport und gehe normalerweise jeden Sonntag schwimmen. Nur wegen dem Sport und ich wollte gerne weiter hingehen. Möge Allah Azza wa Jal dich das weiter praktizieren lassen, nur an einem anderen Ort. An einem Ort, wo keine Männer da sind. Denn es ist nicht erlaubt für eine Frau an einem Ort zu sein, wo sich die Geschlechter mischen. Wo sich die Geschlechter mischen. Ja, sogar, wenn die Frauen unzureichend bekleidet sind. Wenn die Frauen unzureichend bekleidet sind, dann darfst du selbst nicht dorthin gehen, wo auch nur Frauen sind, weil die Frauen eine gewisse Aura haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Deswegen, Alhamdulillah, man kann heutzutage Hotels buchen, da gibt es diese Möglichkeiten. Es gibt abgelegene Seen, wo wirklich keiner ist, da hat man die Möglichkeit. Man muss nur ein bisschen improvisieren. Subhanallah, ich wundere mich, und ich meine nicht die Schwester damit, nicht, dass sie mich falsch versteht. Ich wundere mich, wir haben so viele Halal-Möglichkeiten. Eine Frage. Hat Allah uns das Schwimmen verboten? Antwort. Hat Allah uns verboten, dass Männer mit Männern zusammensitzen und Frauen mit Frauen zusammensitzen? Nein. Hat Allah uns verboten, dass wir untereinander lachen und Spaß haben? Nein. Das meiste ist Halal in unserer Angelegenheit. Wenn du vergleichst, was verboten ist in der Scharia und was erlaubt ist, können wir da über einen Vergleich reden? Überhaupt nicht. Ein Beispiel. Was können wir essen? Wir können alles essen, außer bestimmte Dinge, wie Schwein und so weiter und so fort. Die meisten Speisen sind doch erlaubt für dich. Warum dann auf die wenigen konzentrieren, die haram sind? Weil das eine Taktik von Shaitan ist. Shaitan will dich das Gute oder Schlechte machen lassen? Das Schlechte machen lassen. Und daher, liebe Geschwister, fallt nicht auf den Shaitan herein. Alhamdulillah, und so, Schwester, kannst du das weitermachen. Die Sache an für sich, dass du schwimmen gehst, ist überhaupt nicht haram. Das ist sogar sehr gut. Umar ibn al-Khattab, nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab sagte, bringt euren Kindern drei Dinge bei. Was sagte er? Schwimmen. Schwimmen, sehr gut. Bogenschießen und das Reiten. Diese drei Dinge sind Sunnah. Sind Sunnah. Subhanallah Malik. Deswegen kann die Frau das praktizieren, nicht aber in so einer Situation und an so einem Ort.